Hallo, mein Name ist Morph und ich weiß nicht, wie vielen von euch das Spiel etwas sagen wird. Ich glaube, das war das erste Spiel oder sowas, was ich jemals gespielt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde jetzt der alten Zeiten wegen Jill of the Jungle spielen. Ich habe nicht mehr viel Ahnung über dieses Spiel. Man spielt Jill und man ist irgendwie im Dschungel und man macht Sachen. Das war jetzt irgendwas. Use gems to open doors on the map. Dann machen wir das mal. Das Spiel hat, soweit ich mich erinnere, einiges an Secrets. Jill bounce through the boulders. Und steuert sich irgendwie relativ merkwürdig. Wie habe ich das eben gemacht? Manchmal kommen beim Spiel ziemlich merkwürdige Animationen raus. Dankeschön. Ich spiele einfach mal. Wie gesagt, ich habe kaum noch eine Ahnung, was es alles so in diesem Spiel gibt. Okay, was ist das? Scheinbar nichts. Und es hat den besten Soundtrack, den jemals ein Spiel besessen hat. Was? Okay, machen wir weiter. Das Messer hier kann man übrigens verarschen. Und dann fällt es runter und man muss es wieder aufheben. Und das wird noch ein paar Mal passieren. Frosch. Guck mal hier. Ah! Ist nur ein Frosch. Was ist dein Problem? Die Sounds sind einfach klasse in diesem Spiel. So, hier müsste das erste Secret sein. Ich hoffe, ich treffe es jetzt sofort. Okay. Dann klettern wir hier hoch. Und dann sind wir hier. Uah. Jetzt ist das verschlossen. Jetzt ist das da oben verschlossen. Hä? Jill enters the jungle map. Es ist ein merkwürdiges Spiel. Jill journeys into the forest. Das erschreckt mich jedes Mal, ey. Ja, ich habe es schon mal eben angetestet, ob es funktioniert. Mehr habe ich allerdings nicht getan. Die Musik ist einfach nur klasse. Da haben wir unser Messer zurück. Was macht ihr nochmal? Okay, das funktioniert nicht. Und jetzt? Ah, weg. Ameisen, die genauso groß sind wie ich. Warum nicht? Yes! Dich werde ich austricksen. Aua. Wie mache ich das? Meine mich zu erinnern, dass hier noch irgendwas war. Klasse. Ja, da oben ist was. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da? Kann ich hiervon abspringen? Nein.
Gut, dann habe ich einfach mal keine Ahnung. Hier waren Stacheln, ne? Ja. Und das hier sollen offensichtlich Vögel oder sowas sein? So hört sich das wahrscheinlich auch im richtigen Leben an, wenn ein Stachel runterfällt. Na, den krieg ich nicht. Und man sieht einfach nichts. Ich kann vielleicht 2 Meter weit gucken. Wow. Das war ein super Versteck. Ah, genau. Ich erinnere mich. Ich kann jetzt höher springen. Durch das, was ich gerade aufgehoben habe. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Hoffen, dass ich dabei nicht sterbe. Den Vogel loswerden. Und da dran springen. Was habe ich davon? Gegner. Und ich kann scheinbar Sachen nicht treffen, die außerhalb meines Sichtbereichs sind. Ja. Warte, geht's da wirklich nicht mehr weiter? Scheinbar nicht. Hier waren Stacheln. Ameisen wollte ich doch gerade sagen. Aua, und ich schaff's trotzdem reinzuspringen. Jill enters the Jungle Map. Das war der zweite Level. Ein Schlüssel. Ist das ein Secret? Was wäre denn passiert, hätte ich ihn nicht aufgehoben? Da komme ich doch nicht mehr zurück. You'll need to find 2 gems to enter the dungeon. Das hier ist der dritte. Ach, hierüber bin ich zurückgekommen, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Der 6. Level. Der 7. Level. Wie ist das hier sortiert, bitte? Gehen wir jetzt mal 3 rein. Da hat. Das ist ziemlich schnell. Ah! Bam! Da komme ich nicht hoch. Hoppla. Ah! Oh, so schnell kann ich noch nicht reagieren. Du machst mir Angst. Okay. Was? Level 4? Ah, okay. Level im Level. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Aua. Da mache ich halt ohne Messer weiter. Oh,
Ach, komm schon. Und Level 5. Nächstes habe ich mein Messer zurück. Aua! Aua! Den Apfel brauche ich. Warum? Neben der Wand war. Okay, damit könnte ich jetzt hier unten rein. Möchte ich aber noch nicht. Ich möchte mich hier hinstellen, hier rüberspringen, hier hoch, warten, hier rüberspringen und kriege nur einen Apfel. Ah, wie soll man das timen? Wie soll man es tun? Da haben wir einen Gem. Der guckt irgendwie grimmig. Jill enters the jungle map. Okay. So, ich möchte nicht zur 7. Ich möchte zur 6. Komme ich über die 6 hinweg? Ich glaube nicht, dass ich 4 Blöcke hochspringen kann. Nein. Jill dashes into the castle. Okay. Kann ich mich hier durchfallen lassen? Nein. Tricky. Will ich zuerst runter? Nein, da geht's nur zurück. Dann möchte ich nach oben. Ach genau, es ging darum, wie man da hochspringt. Und ich hab's schon falsch gemacht. Ich habe es schon falsch gemacht. Ich muss nämlich auf der mittleren Plattform bleiben. Damit ich... Und ich habe es schon wieder falsch gemacht. Ich muss in der Mitte bleiben. Damit ich hier so rüberspringen kann. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Zurück komme ich hier rüber nicht mehr. Könnte ich schon Schlüssel verwenden? Will ich das? Ja, komm. Okay, hier ist noch ein Schlüssel. Ich brauche aber noch einen dritten, glaube ich. Da ist einer. Okay, aber hier müsste noch irgendwo einer sein, sonst hat sich das nicht gelohnt. Nämlich da. Ich glaube, ich muss hier runter. Und da ist der letzte Schlüssel. Muss ich jetzt hin? Hier drauf? Nein. Links raus? Anscheinend. Gut, das hier scheint eine Sackgasse zu sein. Dann gehen wir... Ich könnte zwar schon weitergehen, aber ich möchte jetzt noch wissen, was hier ist. Spinning Blade. Ach genau, die Dinger sind ganz cool. Weil ich damit auch endlich Gegner am Boden treffen kann. Wasser tötet mich. Aber nur Wasser, das auf dem Boden ist. Ich glaube, so viel weiß ich noch. Wie soll ich das erreichen?
Denn eine Frau, die mitten irgendwo im Dschungel wohnt, kann offensichtlich nicht schwimmen. So, was haben wir daraus gewonnen? Ich kann höher springen. Ich komme jetzt an den Apfel ran. Und da drüben ist noch einer. An den komme ich nicht ran. Aber ich kann jetzt am Anfang hier hoch. Now's a good time to save your game. Wenn das Spiel das sagt. Augen. Na gut. Na komm schon. Ich meine, unten wäre noch was gewesen. Go up. Nein, möchte ich gerade nicht. Kann ich hier rein? Ja. Bringt mir aber nichts. Go up. Nachher. Hier war noch was. Wie mache ich das? Geht das von hier aus? Irgendwie geht das. Das wollte ich haben. Yes. Zurück komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Doch. Aber, soweit ich mich erinnere, konnte sich dieses Wesen hier nicht durch Wasser bewegen. Auch nicht durch seitwärts fließendes Wasser. Wenn ich jetzt hier speichere und sterbe und dann restore. Zack. Das ist natürlich praktisch. War ein bisschen knapp. Hallo, fall runter. Danke. Ah, das wollte ich nicht. Okay, dafür sind die Dinger. Okay, machen wir es erstmal so rum. Aua. Aber ich möchte da gerne. Geht nicht. Restore. Denn ich glaube, hier kommt man was ziemlich Cooles machen. Erstmal ein bisschen Stacheln runterfallen. Oder auch. Au, au. Denn wenn ich das hier alles nehme und nicht das Chill berühre, sondern hier hochfliege, komme ich wieder in den ersten Level und an ein paar Äpfel. Ja, das ist zumindest etwas. Boah. So, damit haben wir schon 3 Kristalle. Speichern nochmal. Bonus. Bonus nehme ich doch gerne.
Das Spiel ist übrigens, soweit ich mich erinnere, ziemlich kurz, von daher packe ich alles in ein Video rein. Okay, hier kann man aber hoch springen kriegen, das sollte ich mir besser merken. Und wir sind angelangt bei Level... Ich will es gar nicht aufzählen. Oh mein Gott! Das ist sehr laut. Wer hat diese Musik hier reingezahnt und sie für gut gehalten? How you gonna get up there? Werde ich schon noch rausfinden. Sind das nicht die Böden, die ich kaputt machen kann? Keine Ahnung. Ja, Jill, da sollst du hoch. Da muss ich dran. Yeah. Hä? Und was kann ich jetzt hiermit? Was kann ich jetzt hiermit? Offensichtlich nichts. Okay. Ich kann jetzt allerdings höher springen. Deswegen schaue ich mich nochmal ganz kurz hier drüben um. Ob ich denn irgendwas Neues damit erreichen kann. Beispiel hier. Ja, ich muss hier oben drauf. Und das Ganze irgendwie anders time. Aha. Das hat mir nicht wirklich viel gebracht. Nein. Äpfel! Und abwärts. Dieser Aufzug ist schneller, als ich fallen kann. Brillant. Jill sneaks into Ark's Dungeon. Ich glaube, jetzt wird's laut. Ich sehe zwar jetzt schon, dass ich da nicht weiterkommen werde, aber ich kann es ja zumindest schon mal wegmachen. So, hier will ich mich nicht mehr als nötig kaputt machen. Ich meine, man käme aber auch noch weiter, wenn man alles kaputt macht. Speicher mal. So. So. Habe ich nur den Eindruck, oder sind die Dinger ein bisschen zielsuchend? Da
kam mir gerade eben so vor. Ja, die bewegen sich generell ziemlich merkwürdig. Und das war's. Blob. Noch ein Bonus. Wo ich noch nicht reinkomme. 9. 10. Okay, erst 9. Da komme ich wieder ans Fliegen dran, das sollte ich mir wahrscheinlich merken. Denn jetzt brauche ich's. Flaming birds don't like to touch water. Aua, wie hätte ich das wissen sollen? Das hat mir nichts gebracht. Da möchte ich gerne hin. Was haben wir hier? Das gucke ich mir später an. Ach, Quatsch. Hier will ich gehen. Komm hoch. Vorsichtig. Okay. Ach, ich behalte sogar alles. Ist praktisch. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber, beziehungsweise fliege. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ich muss doch nicht ich werden. Okay, da war noch einer. Ich möchte gern... Moment. Aber so komme ich da gar nicht ran, oder? Ich guck's mir erstmal... Speicher. Ich guck's mir erstmal so an. Ich hätte sowieso mich zu verwandeln müssen. Okay. Und weiter geht's. To turn a switch on or off. Ja, ja, das wissen wir schon. Ach, genau. Kurz zur Erklärung, ich speichere. Da komme ich dann vorbei. Das tötet mich. Habe ich dadurch eigentlich Punkte oder so verloren? Nicht, dass es mich wirklich interessieren würde. Nö. Man kann so oft sterben, wie man will. Dankeschön. Ha! Genau. Gibt's hier irgendwie... Hä? Okay, irgendwie bewegen sich die Animationen nicht ganz mit. Da ist jetzt einer. Ich muss es blind machen. Der muss nach unten. Der muss... Aha. Ne, Moment. Der muss nach oben. Der muss nach oben, aber nicht wegen dem. So, geht doch. Und das altbekannte Spiel. Aua. Yeah.
weiß, da hinten war noch ein Schlüssel, den hole ich mir jetzt. Massaker! Aua. Na, komm schon. Okay. Das war Level Nummer 10. Ich brauch dich nicht, Aufzug. Ich kann das auch so. Sind die Dinger da unten jetzt offen? Nein. Das sah merkwürdig aus. Egal. Jetzt könnten sie offen sein. Gucke ich doch gerne mal nach. Okay. ...1992. Und derjenige, der das gemacht hat, hieß offensichtlich Tim. Nur eine Person? Naja, früher halt. Wie könnte ich ein Level komplett umgehen? Finish. Da sehen wir schon das Finish. Drei Level gibt's noch. Die Musik schon wieder. Das ist fies. Wenn du das sagst, dann tue ich das. Geht doch. So, da ist jetzt eine Brücke, richtig. Gehen wir mal weiter. Das ist schlecht. Nehme ich halt ein paar Hits. So viele Frösche. Und ich habe meine Waffe verloren. Die Äpfel wollte ich gern noch haben. Und vielleicht mal gucken, was da oben noch so alles ist. Nächstes habe ich die Ameise erwischt. Uppla. So. Damit muss ich wieder zum Anfang. So, der Level hat mir irgendwie nichts gebracht außer Punkte. Underground River. Ich erinnere mich halbwegs. Fischi.
Remember, you can shoot a fish bullet by pressing Alt or the fire button on your joystick. Soll das denn bitte darstellen? Ich bin der stärkste Fisch hier. Ah, ich muss nur oben drücken. Okay. Sterbe ich, wenn ich es irgendwie schaffe, an Land zu kommen? Okay, die kann ich scheinbar nicht abschießen. Ich speichere mal. Ach nee, ich bleib automatisch mehr oder weniger stehen, wenn ich außerhalb des Wassers bin. Wie viele brauchte ich? 4 oder so? Der Level scheint aber auch ziemlich groß zu sein. Ach, die kann ich ja nicht abschießen. Okay, ich brauche scheinbar... Oh mein Gott. Ah ne, Quatsch. Ich muss ja noch ein Extra haben, damit sich das Ganze irgendwie lohnt. Kurz davor zu sterben. Oder ich krieg den dann nach... Apfel, sehr schön. Da verwandle ich mich zurück. Den habe ich scheinbar übersehen. Den hole ich mir jetzt. Nichts mehr. Nein. Puff. Schauen wir mal, wie viele brauche ich denn? Noch 2. Und den letzten kriege ich noch. Das war knapp. Moment mal. Nein, da komme ich nicht weiter, richtig? Nein, da komme ich nicht weiter. Rechts war ich auch schon. Da müsste alles abgegrast sein. Nee, nicht ganz. Und da haben wir den letzten. Kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Nein, kann ich nicht. Aber hey, ich behalte meine Kristalle und hab praktisch doch abgekürzt. So. Den benutze ich hier schon mal, bevor ich das nachher irgendwie versehentlich im Level tue. Yet another puzzle. M. Für... Wer weiß das schon so genau? Wolken. Keine Waffe. Ein Frosch auf dem Podest. Ich glaube, der verwandelt mich. Yes, ich wollte schon immer... ein Frosch sein. Halt, 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 halt. Was haben wir hier?
was haben wir hier? Okay, das ist der Ausgang offensichtlich. Stirb. 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 Dann fliegen wir hier mal hoch. Stirb. Nein, komm, so. Flaggen. Und das Erforschen eben hätte ich mir eigentlich ganz gut sparen können, denn jetzt muss ich sowieso wieder zurück. Ah, shift, 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 shift. So. Das sollte jetzt eigentlich bedeuten, dass wir in den letzten Level können. The Plateau. Na, geht doch. Ja, sie verfolgen scheinbar. Ich brauche einen Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Warum macht man sowas, wenn der Schlüssel direkt daneben ist? Epic! Ach, das war's. Ending Sequence. Das bin übrigens gerade nicht ich. Fantastisch. 500 miles away from her starting point, Jill wanders into a strange, mystical grove of mushrooms, transforming back into her human form. She stops to ponder the situation. This is a place unlike anything seen by the eyes of a human. Wow! What unspeakable forces of nature lie beyond the grove? Like Jill uncover the mysteries of this place and escape without messing up her blonde hair. Find the answers in Jill Goes Underground, the startling sequel, and also Jill Saves the Prince, your ultimate quest. Yeah, super, super, super toll. Das war nochmal ein kurzer Ausflug, da kommt mein Name hin. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen.